So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt euch gewünscht, dass es auf jeden Fall mit dem Strich 8 weitergeht. Ich habe mir das auch schon jahrelang gewünscht. Praktisch ist da natürlich relativ wenig in letzter Zeit passiert, weil einfach gar keine Zeit war. Wir sind einfach mal zu dem Garagenhof gefahren, wo ich das Auto, ich würde sagen, vor 2 Jahren hingestellt habe. Meinst du, steht er noch? Das werden wir gleich sehen, ob er hierhin noch hinter ist. Ich gehe mal fest davon aus, dass er noch da ist. Aber wir holen einfach mal raus, schieben ihn mal um die Ecke. Und dann würde ich sagen, stelle ich euch das Auto einfach mal vor, weil das war nämlich bisher noch gar nicht auf dem Tisch. Du kennst das Auto auch noch gar nicht, ne? Nee. Ja. Sieht so aus, als wäre er noch da. Und das Gute ist sogar, hier ist ein Luftfahrwerk drin, schon, da gehen wir gleich drauf ein. Und es scheint sogar noch Luft drauf zu sein, sonst würde er nämlich auf dem Boden liegen. Ja, ich würde sagen, lass uns hier einmal rausschieben. Auto ist noch da. Das ist er. W114. 230.6. Das heißt, war ab Werk zweite Generation, 6-Zylinder Automatik. Und ja, wo fange ich an? Das Auto wurde von mir schon eigentlich komplett restauriert. Das heißt, wir haben den komplett. Boah, bin noch ein bisschen außer Atem vom Schieben hier. Sport ist ja nicht so meins. Wir haben das Auto komplett zerlegt gehabt, radikal. Der ganze Unterboden wurde einmal blank gemacht, anschließend gestrahlt, anschließend komplett einmal neu abgedichtet und dann komplett lackiert. Das heißt, der ist schon komplett in Silber lackiert. Das Auto wird auf jeden Fall auch wieder Silber, Innenausstattung dunkelblau. Ist für mich immer so eine Farbkombi, die ich für Mercedes immer haben wollte und deswegen wird die auch so. Das heißt, eigentlich ist der soweit, ich sag jetzt mal, rostfrei. Der ist komplett blank. Da ist nirgendwo mehr Rost, der ist schon komplett einmal durchgeschweißt und muss jetzt theoretisch einfach nur noch mal gefinisht werden. Das heißt natürlich, muss man hier und da überall einmal noch mal rüber gehen, noch mal so ein bisschen die letzten Reste entfernen und dann kann er theoretisch aber direkt lackiert werden. So, das Auto war ja an der Stelle noch mal lieben Gruß an unser Mario. Der war schon in Österreich bei Dammt und hat vor 3 Jahren ein Luftfahrwerk bekommen. Ich glaube, das ist mittlerweile wirklich 3 Jahre her. Aktuell ist nur die Lufterzeugung drin. Hier kommt dann natürlich noch komplett Tank und so weiter rein. Jetzt gerade nur Lufterzeugung mit Absperrhahn, dass man das Auto überhaupt schieben kann. Weil die haben damals das Fahrwerk so gebaut, wenn wir ihn runterlassen, liegt das ganze Ding auf dem Boden. Das heißt, dann ist nichts mehr mit Schieben. Komplett auf dem Boden? Komplett auf dem Boden. Krass. Und das ohne Motor und so drin. Ne? Das heißt, wenn da jetzt auch Motor und so weiter drin ist, liegt er richtig auf dem Boden. Ist das dann aber nur Show and Shine oder schon TÜV-konform? Das kann ich dir nicht sagen. Okay. Da beschäftige ich mich mit, wenn es komplett ist. Also falsch, das Auto wird ja eh komplett original gemacht, bis auf natürlich Felgenfahrwerk. Und vielleicht so ein bisschen was in Bezug auf Auspuffanlage, ne? Weil so ein 6-Zylinder, so ein bisschen was kann man vielleicht schon rausholen, ne? Mhm. Aber optisch soll das Auto voll original sein, natürlich Zustand 1. Deswegen habe ich auch schon diesen Aufriss mit Unterboden, Radhäusern und so weiter gemacht. Das sieht jetzt gerade noch ein bisschen wüst aus, ist aber eigentlich schon eine Top-Basis, die jetzt quasi nur noch lackiert werden muss und zusammengebaut werden. So, Thema TÜV, wo du es gerade ansprichst. Eigentlich hatte ich vor, hier eine komplette Supra-Technik einzubauen. Das ist mittlerweile bestimmt 4-5 Jahre her. Das heißt 2JZ mit 6-Gang-Getriebe, volles Programm. Das war damals unsere Fahrenwalder-Zeiten, die wilden Zeiten. Das heißt, damals ist man mit so einem Auto dann noch richtig rumgeballert und so weiter. Irgendwann kam aber der Punkt, wo ich mir dann doch überlegt habe, das ist ein Auto hier aus dem Anfang der 70ern mit 2-Punkt-Gurten, keine Sicherheitslenksäule, rein gar nichts. Ob man da wirklich mit 800 PS mit durch die Gegend ballern muss,
mit 250 km/h in so einem alten Auto ist halt dann wirklich so ein bisschen so die Frage, unabhängig davon, dass das auf jeden Fall illegal wäre. Da hätten wir niemals eine Straßenzulassung bekommen. Deswegen habe ich mich dann irgendwann entschieden, das alles zu verkaufen und lieber hier mal wirklich einen coolen Zustand 1 Oldtimer rausmachen. Das heißt, wir werden zum Beispiel noch Sachen machen wie Teile verchromen. Da freue ich mich richtig drauf. Wir werden uns ein paar Teile nehmen und die verchromen nochmal neu. Ja, generell so das ganze Lackieren, das hatten wir ja alles schon mit Marius bei VW. Deswegen die Sachen, die wir an dem T1 noch nicht gezeigt haben, können wir jetzt hier nämlich perfekt zeigen. Verzinken, phosphatieren und was da so alles noch kommt. Vielleicht ein paar Teile verkupfern, weil das Kupfer sieht halt auch immer so geil aus. Mhm. Und ja, deswegen, ich hatte die 2JZ-Technik an einem anderen Auto komplett angepasst. Ich habe an einem anderen Auto einfach Vorderwagen abgeschnitten und das alles schon angepasst. Hab mir dann aber gesagt, hier, was soll's. Lass uns hier lieber Zustand 1 Oldtimer rausmachen, dann hat man was fürs Leben, der ist immer geil. Mit Luftfahrwerk kannst du den auch noch fahren, so ein typisches Hochzeitsauto und so weiter. Ne? Mhm. Deswegen, so war der Grundgedanke. Deswegen das hinfällig, lieber den 230 Vergasermotor fertig machen und Abfahrt. Jetzt allerdings habe ich mir überlegt, eigentlich wäre es ja auch ganz cool, einen V8 hier reinzuhängen. Ne? Ja. das war damals schon so, es haben mich wirklich viele Leute fanden es geil, da eine Supra-Technik reinzumachen. Genauso viele Leute sagen aber auch, Alter, in so ein altes Auto kannst du keine Japaner-Technik und so weiter reinmachen. Deswegen gibt es jetzt die Möglichkeit, den Gedankengang, mal gucken, wie sich das so entwickelt. Mein Traum wäre so ein 63er Saugermotor drin. Ja, krass. Den letzten Saugermotor hier reinmachen, das wäre halt so für dieses Auto eigentlich so die Endstufe. Ne? Mhm. Weil dann hast du mit dem Luftfahrwerk wirklich ein Auto, was du theoretisch immer fahren kannst. Was mit gedrosselter Leistung bestimmt auch irgendwie TÜV-fähig ist, wenn man genug umbaut. Mhm. Und ja, muss man mal gucken. Aber dann ist Hartzulassung auch futsch, ne? Ja, Hartzulassung wird natürlich mit einem Motor aus 2010 schwierig. Ja. Wobei, der ist ja noch jünger, sogar der Motor. Geile wäre allerdings, wir würden das Ganze, wenn wir das wirklich angehen, das wird sich in den nächsten Monaten entscheiden. Erstmal kümmern wir uns jetzt ein bisschen um Karosse, Lack und so weiter. Und dann gucken wir mal. Man würde, wenn dann, wirklich die gesamte Technik nehmen. Das heißt Motor, Getriebe, Tacho, Schalteinheit und so weiter. Das ist wirklich der alte Innenraum, theoretisch aber die neuen Instrumente und so weiter. Oh, geil. So, das wäre nochmal ein Lebenstraum für mich. Fände ich unterm Strich auch 10-mal geiler als die Supra-Technik, weil es einfach irgendwie mehr zum Auto passt. Passt mehr zu Mercedes und so weiter. Mal gucken. Wenn ihr da Ideen zu habt, Erfahrung zu habt, helfen könnt, ruhig immer uns kontaktieren. Wir gucken mal, was wir machen. So, pass auf. Jetzt zeige ich euch mal, welche Räder hier drauf kommen. Jetzt natürlich nicht auf die Achse achten, das ist alles nur erstmal nur reingesteckt, damit wir das Fahrwerk bauen konnten. Aber der gesamte Innenradlauf, das war alles blank und hier ist jetzt wirklich nur ganz dünn Dichtmasse drauf und das ist alles schon passend in Silber lackiert. Also hier kommen quasi einmal komplett die ganzen Achsen in gepulvert, alles in frisch und neu rein. Da können wir nämlich zum Beispiel cool ein Video rüber machen. Die Teile sind zwar alle schon fertig, aber das wird auf jeden Fall noch cool. Und ja, hier sieht man halt das Fahrwerk, was Damp gebaut hat. Ist ein H&R Dämpfer und Luftbelge aus Amerika. Für die Autos waren damals 8 und 9 mal 16 und wir haben damals die Originalfelge, die 15 Zoll genommen und haben die umgebaut auf 16. Also ich bin immer wieder begeistert, wie geil diese Felgen hier drauf passen. Das ist irgendwie so, ist einfach irgendwie, finde ich, für so ein klassisches Auto das Rad. Sieht geil aus auf jeden Fall, ja. Finde ich irgendwie ist so mit dem Polierten, ist jetzt nicht zu klein, nicht zu groß. Wir sind jetzt natürlich einen Tucken zu hoch. Der Reifen wird auf jeden Fall ein bisschen flacher sein. Siehst du ja gerade, wie hoch die Felge noch steht, ne? Mm, stimmt, ja. Da wird der Reifen auf jeden Fall ein bisschen flacher sein, wobei man bei den Autos schon noch relativ dicke Reifen fährt. Das heißt, da werden wir vorne ungefähr 225, 40, sag ich jetzt mal, fahren. Mm. Und hinten so 255, 35 oder so in dem Dreh. Also da ist schon ein recht dickes Gummi drauf. So, das Coole ist allerdings, wie viel Platz vorne ist, nach oben hin. Mm. Der ist jetzt gerade ganz hoch gefahren. Und hinten ist nicht ganz so viel Verstellweg, aber der wird hinten auf jeden Fall auch noch voll fahrbar sein. So, der spannende Moment ist, wenn ich den jetzt runterlasse, werdet ihr sehen, ist gleich ein ganz anderes Auto. Ich würde sagen, du filmst mal am besten von da vorne irgendwo so.
Das Beste dabei ist gleich die Geräuschakustik, wenn sich das Ding wie so ein alter Kahn komplett auf dem Boden setzt. Mutter. Ja, das ist doch hier Fan für alle. Für alle, die ein Auto gerne ablegen wollen, ne? Sieht aus wie bei mir im Golf. So, weil das Ding liegt wirklich komplett auf dem Boden. Das ist auch wirklich Millimeterarbeit. Hier ist jetzt noch ein Millimeter. Da müssen wir natürlich die Kante nochmal birdeln. Aber mehr geht nicht. Vorhin hat er, wie weit das Ding drin steht, ne? Ja, richtig krass. Vorne, hier ist noch genug Luft, hier kann man auf jeden Fall noch ein bisschen mit Distanzen arbeiten. Da haben wir allerdings damals, als wir die Felgen gebaut haben, mit Absicht ein relativ flaches Bett genommen, weil, so wie es natürlich kommen wird, wird da wahrscheinlich eine fettere Bremse drauf kommen, ne? Mhm. Und dann in dem Moment muss das Rad durch den Bremssattel eh wieder weiter nach außen, ne? Krass. Welche Farbe soll der? Silber? Silber, genau wie der Stern. Oh, das wird... Komplett Silber, alles verchromt, blauer Innenraum, keine Kopfstützen, nix. Und so richtig einfach auf der Tiefe mit dem Sturz durch hier gefahren. Brutal. Aber das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Was denkst du, wann wird das Ding rollen? Ja, also eigentlich, das kommt drauf an. Wenn wir den Originalmotor nehmen, ist das in ein paar Monaten machbar. Wenn man das Ganze natürlich wirklich auf C63-Technik umbaut, brauchen wir jetzt erstmal jemanden, der sich mit der Technik auskennt, dass wir ganz genau wissen, was wir alles übernehmen müssen, was weg kann und so weiter. Mhm. Das kommt jetzt darauf an, wie es mit weitergeht. Als nächstes würde ich allerdings sagen, wird das Ding einmal erstmal durchlackiert in Silber, dass da soweit schon mal alles ready ist. Und dann gucken wir mal. So, pass auf, jetzt fahre ich nochmal hoch. Das dauert jetzt natürlich... Ohne Tank zwischen dauert das natürlich lange. Aber normalerweise ist ein Tank zwischen? Genau, normalerweise ist ja ein riesen Tank zwischen. Das heißt, du drückst einfach nur drauf und fertig. Wieder oben. Ja, ich habe auf jeden Fall Bock drauf, weil wird nämlich am Ende halt ein Auto, was halt, es ist halt eigentlich so das perfekte Wörthersee-Auto am Ende. Ne? Mhm. Irgendwie für mich ist Strich 8, auch wenn es eigentlich ein GT-Treffen ist, mit ich wollte gerade sagen. So mit Luft und allem, finde ich persönlich, ist einfach Wörthersee-Feeling. Ja, jetzt habt ihr das Auto schon mal kennengelernt. Ihr wisst schon mal grob, wie der Stand ist, wie es jetzt weitergeht. Nächsten 2-3 Wochen wird natürlich nichts passieren. Wir machen uns jetzt erstmal eine Platte, wie es mit dem Auto weitergeht. Fakt ist, der wird 2020 auf jeden Fall lackiert. Wir gucken, ob Originaltechnik oder irgendein V8. Wenn ihr einen Fachmann habt für diese C63 Saugertechnik, liebt gerne uns kontaktieren. Vielleicht hat ja auch einer Lust irgendwie auf eine Kooperation, weil wir sind immer so ehrlich, wir sind, was Projekte angeht, auf jeden Fall schon voll, alleine mit Lambo, Golf, Limo und so weiter. Das heißt, wenn es den einen oder anderen gibt, der Bock zu hat, uns zu helfen, kein Problem, kontaktiert uns einfach. Ihr kriegt jetzt noch, glaube ich, einen kurzen Porn, ne? Ein bisschen, ja. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.